Guten Tag, der Lars hier. Willkommen zurück bei Schwitzen in der Hitzehölle und dabei Super Mario Bros. X spielen. Es ist schweineheiß. Prekäre Plattformen. Mit dem Mario. Ibin. Oder Wespen. Hornissen. In Rot. Meine Güte. Ich fange an, nach diesem plötzlichen Höhenunterschied den Atem zu verlieren. Sei vorsichtig in diesem Bereich, da es viele Plattformen gibt, die herunterfallen, sobald du sie betrittst. Yay! Also die fallen hier runter, Leute. Ja, nicht sofort. Kann ich drehspringen zumindest. Ich kann... Ich sehe Leitern. Du kannst auf den gelben Mech am besten drehspringen, aber nicht auf den roten. Leitern! Da ist... Ich kann die auch abschießen. Ich dachte, hier wäre jetzt eine Wand. Aber das sind nur Balken. Sind alles nur Balken. Ach so, ich kann da nicht lang. Ist ja... Was ist jetzt, wenn ich hier lang gehe? Bringt mir das irgendwas? Was ist da oben? Wie ich... Oh. Ich will da hoch. Auch wenn ich nicht weiß, wofür. Aber deswegen will ich ja da hoch. Moment. Warum? Der geht automatisch da oben. Was tust du? Liegt das an der Leiter? Ist mein Controller kaputt? Ist das Spiel kaputt? Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber... Das macht die Leitern jetzt nicht gerade besser. Ist das normal? Das war doch gerade eben nicht bei der ersten Leiter. Ja, ist toll. Super. Danke. Danke, Spiel. Danke, Steuerung. Was auch immer da gerade schieflaufen ist. Oh, hallo. Diese Hochländer sind mit meinen Wasserturbinen gefüllt. Wie du siehst, bin ich Ingenieur. Mehr ist jetzt nicht zu sagen, dass da irgendwelche komischen Dings von... Warum? Warum? Ist die Frage. Jetzt wieder... Keine Ahnung, was das gerade war, aber es war scheiße. Nein, geh weg. Will ich das Leben haben? Ich könnte und dann komme ich da... Weil ich es kann. Und da sind sie wieder. King K. Roots. Handlanger. Okay, den darf ich nicht töten, da muss ich dann hochspinnen. Da ist ein Holzblock, der verhindert, dass das Wasser rechts runterfließt. Schau mal, ob sich in der Nähe ein Schalter befindet, mit dem du den Block entfernen könntest. Ja, da oben. Aber was ist jetzt hier? Ich kann hier irgendwelche Wege lang und ich weiß nicht wofür. Und das dreht sich jetzt noch nicht. Ich könnte ja jetzt auch so zwischen, oder? Ah, dann komme ich da nicht mehr weg. Außer wenn es da irgendwie nach unten geht, was irgendwie so aussieht, weil da unten so eine Wespe ist. Also, geht ja gar nicht bis da nach ganz oben. Ich ja, toll. Ich hasse das, wenn das passiert. Da kommt jetzt der Große an. Sollen wir ihn in Ruhe lassen? Krieg ich einen neuen Pilz? Ja! Wie gnädig. Ja, kann ich ihn jetzt hier so... Nee. Muss ich schon den Knopf drücken. Lass mal den Biber da weg. Will ich jetzt hier einfach so runterspringen? Und dann geht's da unten lang.
Nein. Natürlich sind die unverwundbar. Da war ja was. Nimm mich mit! Vorsicht! Angreifende Riesenwespen voraus. Jagdwespen? Nee. Nur die Dingswespen. Die maschinischen Wespen. Weg mit dir. Kannst deine Plattform für dich da behalten? Brauche ich die nicht. Brauche die nicht. Ja, Checkpoint. Erstmal den ersten Scheiß hinter mir. Hier nehmen wir auch noch mit die Münze. Und dann springen wir über dich rüber. Dann kommt da ein Pilz angefahren. Ist ja abgefahren, der Pilz. Sind ja Pilze gerne mal. Richtig abgefahrene Pilze. Weg mit dir. Ein Ratschlag. Du kannst nicht von den drehenden Plattformen abprallen. Ey, warum gehst du nicht kaputt? Früher sind die kaputt gegangen. Zumindest bei Original Mario World. Ich muss jetzt... Muss ich das machen? Und wenn ja, wofür habe ich das gemacht? Ich habe irgendwas gemacht. War das jetzt was Gutes? Wahrscheinlich irgendwie schon. Hallo Regenbogenpanzer! Da kann ich runterfallen. Hier kannst du sterben. Machen wir den schon mal weg. Nicht, dass ich den gleich brauche. Yay, toll. Jetzt ist hier der Block. Achso, der Block ist jetzt deswegen da. Und deswegen kann ich da nicht mehr zu dem Block, der da mit den Regenbogenpanzer war. Ja, kann ich runterfallen in den Tod? Ich weiß das Schild. Und da kommt... Schön, dass die Punkte, wo man springen muss, mit Münzen markiert sind. Ein Glück bin ich klein. Jetzt so nicht so zum Glück so. Oh fuck. Oh, lass mich bloß in Ruhe. Was ist denn jetzt hier los? Mega Man oder was? Ja, hätte man springen müssen. Hätte man springen müssen. Falsche Richtung, dummer Pilz. Da. Kann ich den Hintergrund bewundern in Ruhe? So, will ich jetzt rüber kurz gucken, was da jetzt da war, wo der Regenbogenpanzer war? Will ich jetzt, weil ich neugierig bin. Und weil ich den ja kaputt machen kann. Ein Leben haltet wenigstens wieder. Ach ja, ich muss ja zu dem Block da oben. Hallo Block. Und runter. Wenn ich schnell genug gewesen wäre, hätte ich das auch so hingekriegt. Hier kannst du wieder dich da sterben lassen. Und dann hatten wir hier ein Glück gleich einen neuen Pilz. Ach ja, da einfach den runter war. So, da. Springen. Hey, die Münzen markieren die Punkte, wo man springen muss. Vielleicht sollte man denn auch springen.
So, dahin und dann dahin und dann hat man es auch geschafft fast. Denn da ist jetzt erstmal der Typ. Oh Gott, oh Gott. Ja, 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 ich spring jetzt hier nicht. Aber jetzt. Achso, ich dachte kurz, was will er jetzt von mir? Kommt er gleich weit hoch? Wird weit auf mich geschossen? Früher war das immer das Zeichen bei A Kingdom of War, dass da irgendwas auf mich geschossen wird. Ist hier langsam mal der Ziel? Ich glaub nicht. Hey, Ranken! Toll! Boah! Wie ich sie hasse! Bap, bap! Dann ist das Ding nicht mal gestorben dabei! War aber nett. War ein nettes Level und jetzt wird's endlich hoffentlich kalt. Breezy Blizzard! Ja, optische Abkühlung. Und es ist rutschig! Ich friere. Sie sagen, dass es jeden Tag schneit. Pass auf deine Schritte auf. Hier ist es sehr rutschig. Erstmal Socken über die Schuhe. Hilft bei glatten Boden. Musik im Winter machen, um meine Rampe hochzukommen da. Dedede. Hallo Pinguin. Was war... Bist du aggro oder so? Ich glaub schon. Du kannst Schneehaufen benutzen, um höhere Plätze zu erreichen. Und berühre nicht die von den Decken hängenden Eishaufen. Ah, sind's nur... geräuschlosen Trampoline, also. Der schmeißt da irgendein Vieh hier rum. Ah, ein Schneemann. Oh, verdammt. Hey, da kommt ein Pinguin aus dem Schnee. Ein netter Pilz. So, jetzt sind wir hier. Und da ist der Schneemann. Ich hasse dich. Ich hasse dich sehr. Und dann geht's da rein. Und dann sind wir... wo auch immer ich bin. Das ist auf jeden Fall der Checkpoint, den ich erreichen möchte. Oh, Feuerblume. Hey. So, erstmal Checkpoint geholt und dann da zu den Blöcken zurück und dann rede ich erst mit den Toad. Ja, eine Feuerblume. Gott, ich habe bestimmt nicht die richtige Kleidung für dieses Wetter gewählt. Du musst einen Weg finden, diesen Schneehaufen direkt über uns runterzubringen. Ja, ich sehe schon. Dafür brauche ich auf jeden Fall die Feuerblume. Kurz mal da durchrutschen. Ey! Da wäre ich beschossen aus dem Nichts. Und wäre ich ein Luigi, könnte ich da einfach wieder hochspringen. Aber wohl, das geht auch mit Mario, okay. Mit Luigi wäre es einfach gewesen. Hallo. Lass das. Dummes Kackding. Feuerfeste Pinguine. Die Münzen nehme ich mal mit. Gehören jetzt mir. Und noch ein. Komm.
Naja, nicht das Leben nicht bekommen. Oh, der arme Pinguin. Der arme Pinguin ist gestorben. Warnung. Starke und unberechenbare Schneestürme voraus. Reisenden wird geraten, sich Zeit zu nehmen und die Schneestürme nicht zu berühren. Ich kann Blizzards touchen? Ah. Das meint er mit Blizzards touchen. Oh, ja, ab mit den Abgrund. In den Abgrund mit dir. Tschüss. Und tschüss. Ich wusste es. Bitte hilf mir. Der Schneemann da drüben hält mich schon seit Tagen gefangen. Benutze die blauen Blöcke auf der linken Seite, um ihn zu zerstören. Okay, das war sehr, sehr simpel. Vielen Dank für die Rettung vor diesem schrecklichen Schneemann. Geh durch die blaue Röhre und geh in Richtung der verlassenen U-Bahn-Station östlich von hier. Viel Glück. Erstmal jetzt hier in die U-Bahn oder was? Ja, yeah, noch eine Feuerblume. Hier bist du zugeschissen mit Feuerblumen. Vorsicht! Horizontale Schneestürme voraus. Oh, das ist ja fies. Schnell! Ah. Pinguin wird zerstampft. Hätte man da oben lang gekonnt oder ist das jetzt eine Wand da oben? Ich glaube, man würde Schaden nehmen, aber man könnte es schaffen, da oben hin zur Röhre. Das war jetzt aber kein rotes Level, oder? War das ein rotes Level? Ich glaube nicht. Dachtest du? U-Bahn-Schläger hier. Und dann kommen wir da raus. Hätte man aber auch vielleicht so geschafft. Mit ein bisschen Mut, bisschen Geschwindigkeit. Ach, da ist er schon. Und ab in den Blizzard. Fühle die Abkühlung. Oh, ein rotes Level.